pünktlich gekommen seid bei dem tollen Wetter. Mein erstes T-Shirt ist schon durchgeschwitzt. Hab Gott sei Dank ein paar Ersatz-T-Shirts mitgebracht. Herzlich willkommen zu Stars for Free 2019, der Konzertparty des Jahres. 23 Jahre machen wir das jetzt schon, zum 23. Mal. Und ich muss euch sagen, wir machen das alles für euch. Und ohne euch wäre das auch nicht möglich. Deshalb an euch alle stellvertretend für alle Hörer von 104.6 RTL ein ganz tolles Dankeschön von uns. Und ja, es ist einfach schön, dass ihr wieder zusammengekommen seid und eine Riesenparty macht. Ist ein toller Tag. Eure Stars des Sommers, eure Hits und alles, was ihr diesen Sommer gehört und mitgekriegt habt, was ihr gefeiert habt, heute hier bei uns auf der Bühne. Das Tolle ist, alles komplett kostenlos. Ihr habt vielleicht gesehen am Eingang, es gibt einen ganz wichtigen Hashtag heute. Nein, das ist wieder SFF19. Macht Fotos. Postet sie im Internet. Postet sie bei Insta, bei Facebook, wo immer ihr wollt. Schaut, dass Deutschland sieht, was hier heute in Berlin in der Wuhlheide los ist. Und wenn etwas Glück seht ihr, dann müsst euch hier auf der Leinwand später mit eurem Foto. Natürlich sind auch dieses Jahr wieder unsere Sponsoren mit dabei, bei denen wir uns einfach immer wieder bedanken müssen. Ich kann ja gar nicht sagen, was für ein Aufwand das ist, Stars for Free jedes Jahr auf die Beine zu stellen. Und deshalb sind wir besonders glücklich, dass wir so lange treue Sponsoren auch bei Stars for Free haben. Die Berliner Volksbank, ein Applaus. Es gab zwei Tickets für jeden neuen Kunden, der ein Konto blau-orange geöffnet hat. Danke an die Berliner Volksbank. Und mit denen gibt es auch heute was zu gewinnen. Und zwar ein Standumtausch von 500 Euro für dein neues Konto blau-orange. Wenn du mitmachen willst, und ich sehe, viele haben die schon, besorgt euch am Promotionstand der Volksbank bitte diese orangenen linke Hände, die braucht ihr später. Dazu kommen wir gleich. Hast du den Jamie gesehen? Dankeschön, dass du mich an dich gelernt hast. Und die Tickets wurden ja wieder verschenkt an Arbeitskollegen, an Gruppen, an Sportfreunde und so weiter.